Guten Morgen. Ja, hey Joomla, okay Joomla, war die Idee zu einem Vortrag über Sprachsteuerung auf Webseiten und in dem Fall mit Joomla. Einfach auch, weil ich mir mal anschauen wollte, was geht eigentlich schon, geht es überhaupt, was braucht man dazu, welches System, wie auch immer. Also ja, kurz nochmal zu mir. Das geht noch nicht. So, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. So, also ich war eh gestern schon bei der Keynote, also eigentlich müssten mich alle kennen. Werbeeinschaltung zum Joomla Day Österreich, der im März in Salzburg stattfinden wird. Und ja, ich arbeite eben auch in zwei Projekten, also Data2U und Data2Site mit dem Peter Martin zusammen und der hat mir den Tipp für dieses Video gegeben. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch The IT Crowd? Ich kenne selber nicht das Ganze, aber das ist Sprachsteuerung. Also Moment noch kurz. Ups. Er kriegt kurz vorher von seinen Kollegen die Info, dass auf seinem Computer wurde Sprachaktivierung installiert. Und so geht es ihm dann damit. Ach. Na. Jetzt geht's. So, jetzt hört man nichts. Ja, der versucht wahrscheinlich gerade über das HDMI-Signal das Audio auszugeben. Das, was mache ich jetzt? Den. Hallo. Hallo, Computer. Hallo. Hallo. Hallo, Computer. Hallo! 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 Also, so okay. Soll es uns nicht gehen. Vor allem nicht 12 Stunden später. Ja, also Sprache und Computer, also ich habe gestern auch schon einiges erwähnt, das hängt sehr, sehr viel auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ich habe jetzt da hauptsächlich die zwei Themen wirklich so Spracherkennung und Sprachsteuerung. Die Geräte werden immer kleiner und das, manche Leute sind einfach faul und das ist ja schon angenehm, manche Geräte haben gar kein Display mehr, die dann zu steuern. Funktioniert halt über Sprache sehr gut mittlerweile, größtenteils. Und ich habe jetzt auch wieder ein paar Zahlen am Anfang. Und da ist hauptsächlich interessant der Teil da. Also 46%, also das ist aus 2019, 46% der Deutschen nutzen zumindest eine Smart-Home-fähige Anwendung. Und an einer Nutzung sind 28% der Bundesbürger interessiert. Und nur 26%, also ich finde ein Viertel ist wenig, lehnen das kategorisch ab. Hat auch viel, denke ich, mit Datenschutz zu tun, wie die Systeme halt auch funktionieren. Worum es da jetzt geht, ist auch bei der Spracherkennung einfach gesprochenen Text zu verschriftlichen. Also ich sage was und das wird dann irgendwo hingeschrieben. Die aktuellen Systeme enthalten mehr als 300.000 Wörter, also Kombinationen. Es kommt dann immer noch mal auf Sprachen auch drauf an. Es gibt dann so in der Klassifikation gibt es dann sprecherunabhängige Spracherkennung. Das sind so quasi Dialogsysteme oder wo es klar ist,
Welche Antworten können vorkommen? Also das ist ein relativ überschaubarer Bereich. Zum Beispiel, ich bestelle eine Pizza. Ja? Ich sage, das ist klar, es geht um Pizza, es geht um den Belag, der auf der Pizza ist, Käse, Tomaten, keine Ahnung, Thunfisch, Schinken, sonst was. Es geht um die Größe, es geht um eine Adresse. Also das ist ein sehr überschaubarer Rahmen eigentlich. Und da kann ich mit einem begrenzten Wortschatz arbeiten. Das geht auch schon sehr gut über diese Chatbots. Und vom Chatbot wirklich zum Sprachassistenten ist es ja eigentlich nur mehr die Sprache reinzugeben und als Sprache wieder rauszukriegen. Aber im Hintergrund stehen, geht es immer um Texterkennung im Hintergrund, also das, was gemacht wird. Wichtig ist natürlich, dass ja, sonst die Sprecherabhängige, ich kann ein System trainieren auf meine Stimme, funktioniert von der Qualität her dann besser. Also die Sprache wird besser erkannt, es gibt ja immer also Sprachfärbung auch, also ich habe ja einen doch österreichischen Akzent. Und ja, wichtig ist auch immer das Mikrofon, also dass das wirklich gut funktioniert, dass man im Idealfall nicht zu weit entfernt ist und immer dann auch mit in der Kombination mit der Sprachausgabe, also was kriege ich dann auch zurück. Also das ist so die Spracherkennung. Anwendungen dafür sind einerseits in der künstlichen Intelligenz natürlich, also wenn es wirklich um Unterhaltung, Dialog geht. Wo dann im Hintergrund bei der künstlichen Intelligenz natürlich mitgedacht wird, also wo dann über Netze versucht wird, das ist nicht klar, so ein Sprachbaum, es kann das, das, das oder das als Antwort kommen, sondern es kann irgendwas kommen. Das ist viel breiter natürlich. Sprachdialogsysteme ist in einem Austausch von der Sprache. Dann haben wir die Sprachsteuerung, also wenn ich wirklich einen Befehl quasi sage, also schalte die Lampe im Wohnzimmer ein. Das ist eindeutig Sprachsteuerung, da ist ganz klar, was dann passieren soll. Und Texterkennung ist einfach sowas wie ein Diktat, wenn ich einen Text erfassen will und ich will das schriftlich tun, kann ich das im Prinzip auch über die Sprach-, also über die Texterkennung machen. Sprachsteuerung, also wir waren jetzt bei so generell allgemein Spracherkennung, Sprachsteuerung, also wenn dann was passieren soll, das sind wirklich so sprachliche Befehle an technische Geräte. Da gibt es softwaremäßig einiges. Seit längerer Zeit, Windows zum Beispiel hat das seit Vista schon on board. Mac OS hat natürlich auch was. Android halt dann die mobilen Geräte über die Google. Navigationssysteme in PKWs waren so auch so die ersten verbreiteteren Anwendungen zu den Handys. Die waren halt auch in einem sehr überschaubaren Rahmen und gerade im Auto, wenn man keine Hände frei hat, ist das absolut sinnvoll, da das zu haben. Funktioniert besser oder schlechter. Wir haben ein Navi und es gibt immer so dieses Hot Word, mit dem man dann die Spracherkennung startet und unseres war beim Gerät war Sprachbefehl und wir fanden das irgendwie ziemlich ja, Sprachbefehl und dann fahre nach Hause, also so. Und wir haben das dann, das kann man umstellen und wir haben es jetzt auf Servus gelernt. Also wenn wir jetzt ins Auto einsteigen und Servus sagen, dann schaltet sich da beim Navi die Sprachsteuerung ein. Ist aber zum Teil schwierig, weil wenn man in Gesprächen dann Servus verwendet oder wenn jemand aus dem Auto aussteigt oder einsteigt und sich Servus sagt, dann schaltet sich das Ding auch immer ein. Also es ist nicht ideal, aber wir finden es irgendwie viel lustiger, dass das irgendwie so. Also man kann das meistens auch ändern, also dieses Aktivierungswort. Bei Alexa zum Beispiel geht es nicht. Geht's? Also du hast halt aus drei Sachen. Ja, okay. Ja, aber du kannst das nicht komplett frei einstellen. Ja, das, also es ist da wird noch mehr kommen, glaube ich. Ja. Genau, es gibt auch unabhängige Software. Dragon Naturally Speaking, und ich habe das schon sehr früh, ich habe das 2004 aus, das ist wieder eins meiner Kinder, also meine Tochter, die war am Anfang, konnte man die nur herumtragen, kaum hat man sie irgendwo hingelegt, hat sie zu schreiben, also es war kein echtes Schreibaby, aber es war sehr schwierig, sie irgendwie so länger liegen zu lassen, unser erstes Kind, und du denkst, ja, das kannst du eh alles nebenbei machen, wenn es schläft, und das wollte nicht schlafen, und man dachte, das wäre eigentlich praktisch, ich möchte so viele E-Mails beantworten, ich habe mich ja vorher selbstständig gemacht, dass das mit dem Kind am Arm einhändig geht, auch nicht gescheit. Jetzt habe ich mir dann damals dieses Dragonsoft Naturally Speaking, das war 2005, gekauft und ausprobiert und es war, ja, es hat nicht so richtig gescheit funktioniert. Also die Texterkennung an sich schon, aber dann wirklich im Programm zum Beispiel neue Datei aufzurufen oder das E-Mail dann abzuschicken, das hat irgendwie so gar nicht funktioniert und man musste dann eher aufpassen, dass nicht irgendwas ganz Schlimmes so an alle Antworten oder so passiert, weil das halt noch sehr ungenau war, ist aber zum Teil leider immer noch so.
Ja, dann natürlich in den mobilen Geräten ist es mittlerweile überall, wenn man es aktiviert, vorhanden. Also gibt es auch noch mit Windows natürlich, aber nicht da. Sprachassistenten wie Alexa und die PlayStation 4 zum Beispiel hat auch eine Spracherkennung. Es gibt jetzt auch Fernseher, ich meine, es ist auch ganz praktisch eigentlich ein Fernseher, wenn ich die Fernbedienung nicht finde, kann ich dem mit Sprachsteuerung sagen, was er jetzt machen soll. In die Fernbedienung, aber wenn du die nicht findest. Okay, also so schaut dann zum Beispiel die Windows-Spracherkennung aus, da kann man dann auch trainieren und dass das irgendwie so funktioniert, wird jetzt mit Cortana irgendwie auch besser, aber so diese klassische Windows-Spracherkennung, also ich habe es jetzt mir zu Hause wieder mal ausprobiert und sehr mühsam. Also man muss da wirklich so diese Befehle lernen und das macht keinen Spaß. Ja, die intelligenten Sprachassistenten, das ist ja noch einmal eins mehr, also sowieso Alexa wirklich, also die wirklich dann versuchen intelligent zu agieren, eben der Unterschied zu einfacher Sprachsteuerung. Und das wird, da gibt es so Statistiken natürlich, Auswertungen, für was das hauptsächlich verwendet wird. Einerseits für das Anrufen von Kontakten, Navigationsgeräte natürlich, das Suchen von Informationen und das immer auch bei Voice Search, das auch in die Suchmaschinenoptimierung dann jetzt von der Entwicklerseite hereingeht und das Steuern von Musikwiedergabe. Also das sind so die Hauptpunkte, für die zurzeit die Sprachassistenten verwendet werden und dann aber auch in der Home Automation, also wenn ich zu Hause Licht einschalte, ausschalte, das ist natürlich auch. Da haben wir noch einmal die Systeme, die es so konkret gibt. Okay, Google oder im Google Now, Siri, Cortana, Amazons Echo, Alexa, Samsung S-Voice heißt jetzt, glaube ich, Bixby. Ja, gibt noch mehr. So, wie funktioniert das jetzt genau? Ich frage zum Beispiel meinen Sprachassistenten, wie spät ist es? Geht ins Mikrofon, muss das natürlich mit dem Hot Word, also das, der Mikrofon zeichnet ab dann auf, wenn ich jetzt sage Alexa zum Beispiel oder Hey Google oder so, ab dann aktiviert sich das Gerät, zeichnet den nächsten Teil auf, schickt das in die Cloud, das ist die offizielle Beschreibung, schickt das in die Cloud, dort wird es analysiert und dann kommt eine Antwort zurück, also eine Frage und es kommt eine Antwort zurück, wie spät ist es? Das ist so der eine Teil der Sprachassistenten, also was gemacht wird. Also das zweite wäre jetzt zum Beispiel eine konkrete Anweisung, also eigentlich wieder eine Sprachsteuerung. Schalte die Lampe im Wohnzimmer ein, wird auch okay, Alexa oder okay Google wird mitgeschnitten, schalte die Lampe im Wohnzimmer ein, wird in der Cloud analysiert und da ist jetzt dann schon mehr drinnen Information. Noch einmal konkreter, weil das dann ja auch weitergegeben wird an Schnittstellen. Ja. Es gibt dann in diesen Sprachbefehlen, gibt es immer einen Intent, heißt das, eine Absicht. Und das ist in dem Fall eben so, schalte die Lampe ein und im Wohnzimmer wäre dann ein Parameter, der da mitgegangen wird. Das ist die Botschaft quasi, dann, oder noch einmal wo genauer. Also so gibt es, wenn man so ein System einrichtet, also man kann das, ich zeige das dann auch noch selbst ja auch machen, dann geht es immer darum, die Intents anzulegen und wie die dann genau aufgeschlüsselt sind in die einzelnen Befehle dann auch. Das wird dann halt an die Schnittstellen weitergegeben und kommt dann eben zurück oder geht eben direkt an die Lampe und das Licht geht im Wohnzimmer an. Ja, Alexa. Alexa hat aktuell, also ich habe es jetzt angeschaut, es gibt auf Deutsch ca. 8000 Skills im Alexa Store. In Amerika sind es etwa 57.000. Das sieht man dann ganz gut, also ich habe mir dann so angeschaut, was wird mir da eigentlich so vorgeschlagen. Alexa, was sind deine Top Skills? Das ist so tägliche Zusammenfassung, Nachrichten, sehr viel Entertainment-Bereich, ganz viele Spiele. Es ist wirklich viel, also ich finde Nonsens dabei, weil ich mir denke so, ja, okay, kann ich mir echt sparen. Also so konkrete Anwendungen, Use Cases, die für mich sinnvoll wären, finde ich jetzt wenig. Also vielleicht noch so Kochrezepte, wenn man in der Küche steht und das Ding hat. Also ich habe eine Alexa und ich habe mir die gekauft, auch für so einen Digitalworkshop vor 1,5 Jahren. Jetzt stand sie 1,5 Jahren ausgesteckt im Schrank. Ich habe sie wieder ausgegraben. Also auch, weil ich es halt auch nicht wollte, dass da das ganze Zeit mir jemand zuhört quasi, wo ich nicht weiß, ob jemand zuhört oder nicht. Genau, man kann selbst Skills erstellen, also das funktioniert dann auch so, da gibt es ganz viele Anleitungen dazu, das geht mittlerweile auch über eine grafische Benutzeroberfläche, kann man sich zusammenklicken, kann man Fragen, Antworten eingeben, kann das testen und kann das dann auch verwenden.
Es gibt eine Bachelorarbeit an der THM Gießen zum Beispiel. Also wer da Fragen hat, kann einerseits den Dennis Briefer oder der Benjamin Tränkel hat auch einiges gemacht. Da ging es darum, die Idee dahinter ist, da gibt es so ein Aktivitätenboard, wo Tasks dann drinnen sind, dass man in der Früh ins Büro geht, sagt, was muss ich heute tun? Kriegt man eine Liste mit Aufgaben, kann eine neue erfassen und das so im Hintergrund. Also das wurde erstellt, wurde umgesetzt, ist jetzt aber nicht öffentlich verfügbar, weil es natürlich über Authentifizierung funktioniert und das natürlich sehr, sehr abgeschlossene Systeme sind, wo das drinnen läuft. Ist aber da jetzt umgesetzt worden, also wenn das wer konkret sehen will, dann, also wir haben es jetzt nicht, auch zeitlich nicht geschafft, das jetzt wirklich da so aufzusetzen, dass das da funktioniert, weil es auch ein abgeschlossenes System ist und in einer Testumgebung ist das dann auch schwieriger. Wichtiger Punkt ist wirklich, ja. Ich habe noch nicht so das Konzept davon, was ein Skill macht, weil ich schicke ja meinen Befehl in die Cloud zum Analysieren, das wird ja, die findet ja immer statt. Was ist denn die eigentliche Aufgabe von so einem zusätzlichen Skill? Macht der nur die Ausgabe intern über Bluetooth an die Lampe oder was ist die Aufgabe von einem Skill? Also die Frage jetzt, ich wiederhole fürs Video, was ist die Aufgabe von einem Skill? Also es ist noch nicht so klar. Ich habe dann jetzt noch eine konkrete Anwendung, wo man es dann auch sieht, glaube ich, nochmal ganz gut, wie es umgesetzt ist. Ja, noch eine Frage. Skill erweitert eigentlich bloß die Funktion, die es im Kern nicht hat. Also beispielsweise Sonos-Musikanlagen zu steuern, dafür braucht man einen Skill, dass der dann den Alex, genau. Der Bluetooth-Befehl an die Anlage generiert. Nein, das ist nicht praktisch gesprochen. Nein, das ist einfach, dass Alexa das Gerät Sonos kennt und dann kann ich sagen, spiele Musik im Sonos-Esszimmer zum Beispiel. Oder Symbcon, Hausautomation. Ich brauche halt dann immer irgendwo Schnittstellen zu den Endgeräten und die sind mit Skills bei Alexa abgedeckt. Ich habe da, also es ging jetzt da um Skills auch. Ich habe auch ganz gut ein Beispiel. Also wir haben dann damals vor 1,5 Jahren haben wir das dann zu Hause auch ausprobiert und meine Kinder fanden das dann auch wieder ganz lustig, mit Alexa so zu sprechen. Und mein Sohn kam dann auf die, kannst du dich fragen, Alexa, willst du mich heiraten und so, ist ganz lustig die Antwort, oder Alexa Selbstzerstörung. Dann zählt sie so runter. Also es sind so, man findet im Internet lange Listen, was man alles ausprobieren kann. Und er hat dann versucht, mit ihr Triple Pursuit zu spielen und war dann sehr schnell enttäuscht, weil es nicht ging, weil mittlerweile gibt es einen Skill dafür, den gab es damals noch nicht, weil Alexa eigentlich nicht viel weiß. Da ist keine Suchmaschine dahinter. Wenn man das mit Google probiert, da ist eine Suchmaschine dahinter, da kriegt man sehr viel mehr Informationen raus. Und damit Alexa in dem Fall das weiß, was sie zu tun hat, muss der Skill muss einerseits wissen, was kann ich für Aufgaben entgegennehmen, also diese Intents, und dann, das wird über Sprache aufgeschlüsselt und schickt das dann weiter an andere Systeme. Und da gibt es bestimmte Formate, mit denen das gemacht wird. Aber das ist relativ ausführlich auch dokumentiert und muss man im konkreten Anwendungsfall sich dann überlegen. Ja, ich finde. Moment, da war was. Ich habe einen Joomla-Quiz-Skill gemacht. Okay. Und ja, die Fragen musst du ja hinterlegen und die Antworten. Du musst alles, alle Fragen, alle Antworten hinterlegen. Man kann es auch importieren aus Sachen, aber man muss echt alles einzeln hinterlegen. Ich habe dann aber überlegt. Du magst mich heute nicht. Nächste Slide. Es gab dann im CT im Mai gab es einen Artikel über einen Offline-Sprachassistenten erstellen. Ich habe einen Raspberry Pi, oh, ich habe das falsch geschrieben, sehe ich gerade. Schreibt man ohne E hinten dran. Da ist er, mein Raspberry Pi. Und man kann da selbst dann mit einer App oder einem Online-Tool, das Snips heißt, kann man sich seinen eigenen Offline-Sprachassistenten erstellen. Habe das dann auch ausprobiert. Und wir werden das jetzt gleich einmal testen. Also da gibt es dann auch so verschiedene, wenn man sich da dann einloggt, da kann man das Wake-Word auch selbst festlegen. Also dass man sagt zum Beispiel, in dem Fall ist es Hey Snips. Hören wir gleich. Da gibt es dann auch, da gibt es fertige Apps, die man verwenden kann. Oder man kann sich selbst auch einen anlegen. Zum Beispiel könnte ich dann sagen, was weiß ich, erstelle Termin. Dann würde ich sagen, dann, das ist auch wieder ein Intent, das Ganze, und da habe ich dann die Training Examples, also Event einfügen, da schreibe ich halt alles auf, was man sagen könnte, um einen Termin zu erstellen. Da fehlt jetzt dann natürlich noch Datum und Ort und sonst was, aber das ist nochmal so, also so von der Art muss ich das wirklich alles da einzeln reinschreiben. Event einfügen, Termin einfügen, erstelle einen Event, erstelle einen Termin und alle möglichen Dinge, die ich da machen möchte.
Ich kann dann da auf der rechten Seite, da kann ich das oben dann ausprobieren, da kann ich selber reinschreiben oder auch schon mit Spracherkennung das ausprobieren und er rechnet das dann und das, was dann rauskommt, ist dann da drunter. Und das ist das, was ich an ein anderes System übergebe, quasi die Information. Und das System muss dann wiederum in der Programmierung das über eine Schnittstelle halt da mit dem Befehl dann umgehen. Und das SNIPS ist dazu da, eben auch in der Home Automation, also was weiß ich, irgendein Waschmaschinenhersteller oder Geschirrspüler kann das dann quasi aufgreifen oder Fernseher oder so. Also unser Geschirrspüler kann das angeblich oder zumindest uns über WLAN informieren. Wir haben es nicht aktiv, weil er schaltet sich immer noch, er räumt sich immer noch nicht von alleine ein. Das fehlt noch. Ja, so, also wir probieren das jetzt da. Ja, also das ist der Raspberry Pi, da ist dieses Hey Snips drauf installiert. Ich habe es mit 2 Skills ausprobiert und der hängt nicht im Internet. Also der war natürlich verbunden. Ich habe das da, also man generiert sich dieses Ding, den Deploy Assistant, das geht dann auf das Gerät und der ist jetzt offline, also ich habe den da nicht im Netzwerk hängen. Und wenn ich das jetzt sage, Hey Snips, wie viel ist 2 und 5? 2 plus 5 ergibt 7. Man hat es leise gehört, 2 plus 5 ergibt 7. Das ist so eine ganz einfache Möglichkeit, einen Rechner zu haben. Und ich habe da diese Rechner, man sieht es da unten im Eck, die Rechner, den Skill ausprobiert. Und also man kann halt für einen abgegrenzten Bereich sich da halt einen Skill erstellen, auf den Raspberry Pi laden und den hat man halt dann zu Hause stehen. Man braucht, also das ist jetzt ein normales USB-Mikrofon, kann man natürlich ein besseres tun und dann irgendein Soundsystem im Prinzip auch anhängen, das man vielleicht eh schon hat. Und hat seinen lokalen Offline-Sprachassistenten. Ja. Aber für Wikipedia brauchst du ja trotzdem eine Anbindung dann, oder? Nein, der hat dann in dem Fall nicht, der hat zum Teil wirklich die Offline-Daten, also wie ich jetzt verstanden habe, funktioniert aber auch sehr eingeschränkt. Mhm. Ja. Genau, und dann das nächste, was ich mir gedacht habe, so ist eigentlich super, so ein Offline-Sprachassistent, aber was mache ich damit mit Joomla? Das ist ja im Internet. Ja, darum habe ich dann mir überlegt, okay, was will ich eigentlich auf Joomla-Webseiten machen? Also ich habe mir gedacht, okay, Offline-Sprachassistent ist jetzt für Joomla-Webseite nicht so ideal. War zwar schön, irgendwie das auszuprobieren, könnte ich jetzt in einem Intranet oder so zum Beispiel versuchen. Oder wenn ich im Büro direkt was machen möchte, dass dann schon über eine Webseite oder so halt ein neuer Newsbeitrag oder so erstellt wird. Aber an sich, die Sprachsteuerung in der Joomla-Webseite ist ja nicht, ich will ja das Licht nicht über, eigentlich, man kann wahrscheinlich Licht einschalten zu Hause über Joomla. Ich habe mir aber ein paar Anwendungsfälle überlegt, was will ich denn ausprobieren. Einerseits einmal eine Webseite zu suchen und zu öffnen über Sprachsteuerung, auf der Webseite zu navigieren, die Suchfunktion zu nutzen, ein Kontaktformular zu befüllen, sich in Joomla einzuloggen, zu navigieren, einen neuen Beitrag anlegen und als Administrator einloggen. Das waren so die Dinge, wo ich dachte, okay, das ist so die alltägliche Arbeit, die könnte man sich ja vielleicht mit Sprachsteuerung erleichtern. Habe mich dann auf den Weg gemacht und das mit Mobilgerät und Rechner probiert und ich habe das jetzt so ein bisschen dokumentiert, wie das so funktioniert. Das erste, Webseite suchen, Android-Handy, ich habe Google Sprachassistent aktiviert, habe gesagt, öffne die Webseite von Sigrid Gramlinger-Moser von WebGraz. Wenn ich nämlich nur WebGraz, dann hat er immer WebGraz und Graz ist eine Stadt in Österreich, wenn man da nicht deutlich spricht. Also es war schwierig, dann auf meine eigene Webseite zu kommen. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch wichtiger, dass man überlegt, okay, sind die Begriffe jetzt künstliche Namen, oder wie sagt man, die nicht normale Wörter beinhalten für Firmen, muss man sich echt überlegen, wie gut ist das mit Sprachsteuerung erreichbar. Domainnamen einzugeben. Ja. Wenn ich es dann recht ausführlich formuliere, dann komme ich auf meine Webseite. Ja. Dann macht mir Google, also wirklich, ich sage dann so, diese Webseite öffnen, sage ich ja, öffnen und dann komme ich auf meine Startseite. Das funktioniert, dann bin ich auf der Startseite und dann kann ich aber dort nichts mehr machen. Also navigieren mit Sprachsteuerung am Handy geht auf der Webseite nicht. Also ich kann jetzt da schaltet sich dann, also bei mir funktioniert es zumindest nicht, vielleicht geht das dann auf anderen Geräten anders oder vielleicht geht es am iPhone dann. Wenn ich dann sagen würde, öffne, weiß nicht, Datenschutz, macht da nichts. Ich kann wieder zurück. Dann kann ich natürlich über Touchscreen arbeiten, aber in dem Fall war es eine Sackgasse für mich in der Sprachsteuerung, weil dann bin ich nicht mehr in der Sprachsteuerung. Ja, also das in dem Fall komme ich dann nicht weiter. Wenn ich es auf einer Webseite jetzt am Rechner mache, dann hätte ich jetzt wieder die Windows-Sprachsteuerung oder so, die also eine Ebene höher liegt, die
Da würde es dann funktionieren halt über diese ganz speziellen Ausgefallen. Also das ist mühsam. Ich hätte es dann sogar mit dem Microsoft Edge Browser probiert, das hat auch nicht funktionieren. Also da auf der Webseite selber zu navigieren mit den Sprachdingen, die jetzt da sind, ist schwierig. Dann nächste Aufgabe war ja Suchfunktion auf der Webseite selber. Ich habe so mal geschaut, was gibt es denn da schon so für Joomla? Es gibt von Richie Web, der hat ja einige so kleine Plugins und so. Der hat ein Plugin für ComSearch und ComFinder. Das sieht dann so aus, dass da man klickt auf das Mikrofon, also geht im Chrome-Browser geht das. Wenn ich im Chrome bin, drücke auf das Mikrofon und dann formuliere ich meine Sprachsuche. Das füllt das in das Feld ein und die Suche wird automatisch aufgerufen. Funktioniert sehr gut. Ist halt nur das eine Feld. Aber damit kann ich auf der Webseite über Sprachsteuerung suchen. Kann in der Barrierefreiheit zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt sein. Also das ist ja auch immer so, wann verwende ich Sprachsteuerung? Das ist ja auch sowas. Wenn ich meine Hände nicht benutzen kann, aus verschiedenen Gründen, im Auto, weil ich das Lenkrad eigentlich festhalten muss, aber zum Beispiel auch in keimfreien Umgebungen, also in der Medizin zum Beispiel. Wenn ich dort dann irgendwelche Protokolle diktieren kann zum Beispiel oder irgendwas nachfragen kann, eine Information, ist es über Sprachsteuerung natürlich sehr gut. Also auch so in Medizin oder Technik, zum Teil auch Industrie natürlich. Also das ist, da gibt es schon auch noch. Oder für ältere Menschen, also Barrierefreiheit auch wieder, wenn bettlägerige Menschen, die dann aber das Radio einschalten können, ausschalten können, Licht ein- ausschalten können über Sprachsteuerung, ist total sinnvoll, super, ja, sofort einsetzen. Also kann man auch Alexa natürlich dann, für ältere Menschen ist das durchaus sinnvoll, finde ich. Der nächste war Kontaktformular. Wie kann ich ein Kontaktformular auffüllen? Da gibt es von Normograph. Sorry, Tippfehler. Der hat zwei Plugins. Eins ist Text-to-Speech. Also kann ich mir die Joomla und den Text, den ich markiere auf der Seite, vorlesen lassen. Und das ist jetzt Speech-to-Text, also Sprache auf Text. Und ich habe dann, er hat ein Video danach auf seiner Seite, also man geht quasi aufs... Und da füllt das dann da. My name is Ronald Reagan. I want to know a little more about this great Speech-to-Text plugin. This system plugin will only load on Google Chrome. It will show a nice little microphone button in front of every text or text area field, allowing users to input and transcribe their speech. Great tool for content creation, blogs and forums. Kommt dann die Sprachaufzeichnung, also man muss quasi das Feld angeben, wo jetzt der Text reinkommen soll, also da kommt so ein Mikrofon, klickt man drauf, dann kann man da den Text erfassen. Das ist kostet, glaube ich, irgendwie auch so 10 Euro oder so, also ist jetzt preislich echt okay. Das andere, glaube ich, kostet auch ganz, ganz wenig. Also wenn das auf Seiten mal gewünscht ist, aber es ist jetzt kein Overall, also nichts, was jetzt auf der ganzen Webseite funktioniert, sondern in dem Fall halt da für die Formular, natürlich für Formularfelder, aber es ist jetzt keine Navigation oder so, sondern es ist wirklich zum Ausfüllen von Formularfeldern. Dann habe ich ja noch, also das war auch so wieder so ein Teilbereich. Dann habe ich mir überlegt, ich will mich ja einloggen im Browser. Und dann habe ich mir überlegt, das muss jetzt über ich will was, das im Browser funktioniert für Sprachsteuerung. Und es gibt im Chrome ein Plugin, das heißt Speech Recognition Anywhere. Aktiviert man ist dann ein Browser-Tab, der im Hintergrund offen bleibt. Und ich kann dort das Mikrofon, also die Aufzeichnung starten. Habe das dann ausprobiert. Go to field username. Clear field. John. Meine Aussprache. Schwierig. Ich habe es dann eingegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr safe. Clear field. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next field. Submit. Zack, und dann bin ich aber eingeloggt. Ja, dann hat es funktioniert. Also das war jetzt wirklich das Browser-Plugin, das mir die Sprache erkennt. Das geht auch auf Deutsch, wobei ich habe dann mit Joomla und Joomla auf Deutsch und Spracherkennung auf Deutsch hat es dann nicht so gut funktioniert. War vielleicht wieder mein österreichischer Akzent, ich weiß es nicht. Ich habe es dann eben auf Englisch probiert und habe das dann einfach auf Englisch aufgezeichnet, um was zu haben, was ich zeigen kann. Man sieht, dass... wenn man was sagt, er schreibt es direkt in das erste Feld, das kommt, man sieht es dann nachher noch. Man kann steuern, also es ist dann immer, ist das jetzt Sprache, die er
erfassen soll und reinschreiben soll, oder ist das ein Befehl quasi, was er tun soll im Browser? Ja, also manchmal funktioniert es ganz gut, manchmal nicht. Man muss dann wirklich auch sowas wissen, wie sind jetzt die einzelnen Befehle? Und es ist auch auf Deutsch für mich nicht eindeutig. Wie heißt jetzt der Befehl? Und da heißt das jetzt nächstes Feld und versteht er das richtig? Also es ist schon schwierig. Aber ich habe ja die Aufgabe war ja, einen neuen Beitrag anlegen. Auch mit diesem Chrome-Plugin. Habe Joomla 4 installiert, habe auch gedacht, da ist Barrierefreiheit ja auch noch irgendwie besser umgesetzt. Vielleicht geht das darüber dann auch, funktioniert das ganz gut. Und ich habe das dann auch mit aufgezeichnet. Wir sehen es dann gleich. Kann man das erkennen? Ja. Und Start. Click on Create Article. Ja, macht er mir den auf. Click on Content. Das sind die Tabs. Dann öffnet er mir einen Tab, springt dann gleich zum ersten This Feld. This is my new title. Schreibt direkt rein. Funktioniert eigentlich bis daher sehr gut. Den Alias. New Article. Next Field. Next Field. Jetzt bin ich aber dann Next Field. Mühsam. Kann man nicht sagen Next 10 Field? Hey, das habe ich auch ausprobiert, hat auch nicht funktioniert. Focus on Text Area. Habe ich dann nachgeschaut, also ja, dann springt dann immer auf das Titelfeld. Also ich bin nicht mit der Sprachsteuerung in das Beschreibungsfeld This reingekommen. New text point. Dann reingeklickt und er hat dann immer die Sprache oben ins Titelfeld here, hinten angehängt. Also es hat nicht funktioniert, in dieses Text-Error reinzuschreiben. Und ist selber das als iFrame wahrscheinlich Klon ist? Ich weiß, ich habe es dann nicht so genau angeschaut. Ich habe es dann oben rausgelöscht, habe es unten reinkopiert. Und wollte das dann speichern. Press on Save Button. Das hat er mir dann auch wieder oben reingeschrieben. Save Button. Push the Save Button. Dann habe ich mal Press on Save Button. Englische Aussprache, man muss Save ganz soft sprechen, dann funktioniert. Also er hat das dann auch, dann hat er es auch gelesen, hat den Artikel auch gespeichert. Click on News. Ich habe die falsche Kategorie gehabt, aber es war da, also es hat funktioniert, da ist es dann. Ja, also es gibt schon noch viele Hürden, es ist da die Sprachsteuerung noch sehr, sehr schwierig, gerade wenn er was falsch versteht, ich habe es auch im Backend ausprobiert, da ist es vor allem schwierig, dann, wenn ich dann die Artikelliste habe und dann sage ich ihm, öffne oder klicke auf und wenn er dann im falschen Beitrag ist und dann sage ich, er soll das wieder zumachen oder zurückgehen, dann ist der Beitrag natürlich gesperrt, weil er noch offen ist. Wenn ich dann sage, er soll das, irgendwie hat er mir dann was komplett falsch abgespeichert, also das ist noch sehr mit Vorsicht zu genießen, weil es nicht zuverlässig funktioniert noch. Aber es war ein spannendes Experiment an der Stelle. Also ich habe eigentlich so die Aufgaben durchprobiert, das Einloggen im Administrator funktioniert so wie im Frontend dann eigentlich. Mit diesem Click-On kann man schon auf die Befehle klicken. Es hat in Joomla 3.9 hat es nicht funktioniert, das Dropdown-Menü im Backend aufzurufen. Ich habe es dann mit 4.0 nicht mehr ausprobiert, da habe ich dann vergessen. Aber ja, also es geht ansatzweise, aber es ist noch sehr schwierig, das irgendwie so umzusetzen. Das war dann die Spracherkennung von Google im Hintergrund. Genau. Bei Spracherkennung. Alexa ist ja diese Skills. Ja. Was ist das Google-Spracherkennungs-Pendant zu den Skills? Alexa hat eine eigene künstliche Intelligenz dahinter. Also Amazon hat eine eigene Ja, das sind eigene künstliche Intelligenzen, die verwenden. Ja, die haben auch Schnittstellen. Ja. Ja, die kann man selber. Ja, natürlich. Ja, absolut. Dann hat man dieses ganze nervige Vor nicht mehr, weil man sagt Titel und dann sagt man den Titel. Genau, und das, ja. Und das ist das, was die eigentlich da mit dieser Bachelorarbeit auch versucht haben. Also der Benjamin Tränkle auch, was der versucht hat. Ist halt immer die Authentifizierung ist halt schwierig. Ne? Also ich muss halt immer schauen, bin ich richtig eingeloggt oder nicht. Und an dieser Authentifizierung hängt halt sehr viel. Das ist relativ komplex. Aber das natürlich, also wenn ich jetzt einen Alexa-Skill hätte, das genau das macht. Ich will einen neuen Beitrag anlegen. Es geht ja nicht so um diese großen Aufgaben, die ich einmal mache, sondern um das Alltägliche, das mir erleichtert werden soll. Also das auf jeden Fall. Aber das sind wir noch nicht. Also wenn jemand sowas macht, ich glaube, da gibt es durchaus Interessenten dafür. Gut, ich möchte jetzt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich habe noch ein bisschen was zur Sprachsuche.
weil Sprachsuche anders funktioniert als textuelle Suche. In Google, in der Suche, im Chrome geht es auf jeden Fall, in den anderen weiß ich nicht, gibt es auch, wenn man es aufmacht, dieses Mikrofon, also mir ist das lange auch nicht aufgefallen. Wenn ich da draufklicke im Browser, kann ich über Sprache, auch mit dem Laptop oder sonst was, einfach meinen Suchstring formulieren. Bei der Voice Search sind ein paar spezielle Sachen, weil es anders von den Menschen anders verwendet wird. Es sind W-Fragen meistens. Wo ist das nächste Restaurant oder so? Und es sind keine so kurzen, kurzen Keyword-Fragen. Also es werden meistens wirklich ganze Fragen formuliert, während ich, wenn ich schreibe, ja meistens nur die Keywords direkt eingebe. Und dahin muss man einfach in der Suchmaschinenoptimierung zukünftig noch auch drauf schauen, sind diese Fragen tatsächlich auch beantwortet oder kommen diese Fragen auch in meinem Text vor. Ja? Ein weiteres Ding, es wird sehr oft lokal gesucht, also wo ist das nächste? Wie finde ich zu? Öffnungszeiten zu pflegen zum Beispiel wird da, also einfach die lokalen Suchen auf jeden Fall zu unterstützen. Und es sind eben so diese Conversational Keywords, heißt das, also dass das wirklich so in einem Fragemodus man drinnen ist. Und wichtig wird es auch sein, auf den Seiten die schema.org Sachen, also wie man es jetzt eigentlich auch schon für die Suchmaschinenoptimierung machen soll, weil sich dann natürlich die Intelligenzen, die dahinter versuchen, den Text zu lesen, leichter tun. Und wenn ich eine Frage stelle an Alexa oder auch an Google, ganz konkret kriege ich eine Antwort. Und das ist normalerweise die erste. Also wenn ich mit meinen Skills, also mit meiner Webseite bei Google als Rang 17 bin, wird mich der Google Assistant da nicht verwenden, sondern ich muss dann schon oben stehen. Zum Beispiel, also ich würde jetzt Joomla.de Österreich, wenn der Sprachsuche zum Beispiel eingeben, dann kriege ich irgendwie so die ganzen Joomla-Suchergebnisse. Wenn ich jetzt aber frage, wann ist der nächste Joomla.de in Österreich, dann würde ich da wirklich auch die Antwort mit dem Datum kriegen. Ja? Also das macht schon einen Unterschied auch in dem Suchergebnis, das dann angezeigt wird. Genau, also das war das. Ja, tut sich noch viel. Ich glaube, wir sind ja noch relativ am Anfang von der Entwicklung. Es wird immer mehr verwendet. Angeblich sind 2020 dann wird mehr als die Hälfte der Suchanfragen über Sprache kommen. Kann man wahrscheinlich auch in den eigenen Statistiken dann vielleicht auch bemerken, was aufgerufen wird, gerade wenn es so lokale Unternehmen sind oder wenn ich Fragen beantworte. Ja. Also wird zu berücksichtigen sein, denke ich, in der Zukunft. Genau, das war so ein Einblick in meine Experimente mit Sprachsteuerung. Ja, wir können jetzt gerne nachher noch weiterhin. Gibt es jetzt noch aktuell eine Frage? Ein paar waren eh schon. Gut, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.